Neues Video, neues Glück. Die Niki ist zurück mit wieder einem ernsteren Thema, was es rumgeht. Wo ich mir dachte, jetzt muss ich da auch nochmal ein Statement geben. Danke, Robin. Oh Gott, nochmal. Egal. Auf jeden Fall ein ernsteres Thema, wo ich jetzt mit euch darüber sprechen möchte, denn es ist auch noch ein aktuelles Thema und ich habe darüber bestimmt schon mal ein Video gemacht, aber es gibt ja wieder zig neue Leute auf meinem Kanal und ich dachte, das Thema ist sowieso aktuell. Es geht generell gerade um die Hate-Welle, die SSO gerade förmlich überflutet und ich rede nicht von den Leuten, die vernünftige Kritik abgeben, positives sowie auch negatives sagen und in einem formellen Satz, dass irgendwo, sei es Insta oder auf anderen Plattformen, das beschreiben oder darüber Videos zu machen. Nein, ich rede wirklich von den Leuten, die einfach wortwörtlich da reinschreiben, es ist alles scheiße, das ist scheiße, ihr seid scheiße, alles doof, blöd, wollen nur Geld fressen und das war's mit dem Satz. So, darüber rede ich jetzt und es ist immer eine Hate-Welle, die ich langsam nicht mehr in Ordnung finde. Wir wissen, dass SSO gerade ihre Phase hat, weil wenig Content rauskommt. Ich meine nicht Content allgemein, sondern Content, der uns länger am Spielen hält. Sei es jetzt ruftechnische Sachen, sei es jetzt Sammelsachen, das haben wir gerade eher weniger, weil die meisten, wahrscheinlich jetzt wie ich, ja fertig damit sind, wie zum Beispiel mit der Pharah-Quest, mit dem Druidentraining. Dann sind wir durch. Aber dann gibt es natürlich leider auch wieder die Leute, die dann wirklich die Rampensau rauslassen und dann nur noch Beleidigungen schreiben. Und das finde ich irgendwo nicht in Ordnung. Und das geht auch gar nicht. Also willkürlich dann irgendwelche Sachen reinschreiben. Also ihr wisst alle, wie Kritik funktioniert. Und die meisten von euch aus meiner Community sind auch wirklich kritikfähig und schreiben auch gute Kritik. Und mit Kritik ist auch Positives sowie auch Negatives gemeint. Und ja, SSO bringt immer sehr viele Pferde raus. Aber dann gibt es auch Leute, die an SSO beleidigen. Ja, ihr bringt nur Pferde raus, weil ihr unser Geld wollt. Und beleidigen teilweise auch die Leute, die an diesen Pferden arbeiten, obwohl sie nur ihren Job machen. Was können die Leute, die an den Pferden arbeiten, dafür, wenn das Management von SSO sagt, okay, so und so werden die Updates rausgebracht. Da können die Leute alle wenig für. Also, da jetzt auf die, da ist jetzt auf die Leute, die die Animation machen, oder die Pferde gestalten, wie Nomi oder die Lisa, da könnt ihr so viel Hate gegen die abwenden. Die können nicht dafür, die wissen, die machen einfach ihren Job. Und ich finde, die machen die Pferde gut. Weil uns würden, also, ich habe auch sehr viel Kritik wegen dem Finnpferd. Und was sehe ich? Ganz viele Leute rennen jetzt wieder mit dem Finnpferd rum. Gleich auch für alle anderen Pferde, die jetzt voll viel Hate abbekommen haben in der letzten Zeit oder in der Vergangenheit. Und dann sich trotzdem sehr viele mit diesen Pferden rumrennen. Wo ich mir immer denke, ihr hatet die ganzen Pferde und reitet dann trotzdem mit denen rum. Wo ist jetzt der Unterschied? Als Beispiel zum Beispiel. Und ich weiß nicht, also im Moment ist so viel Hass in der Community und ich bin ja auch auf Insta unterwegs und ich lese mir, wenn ihr das kennt, zum Beispiel auch gern diese RP-Posts durch. Es gibt ja Leute, die editieren oder zeichnen immer ein Bild und machen da Geschichten zu. Ja, die Leute, die wirklich Roleplay machen auf Insta-Bereich. Und ich sehe jetzt so viele Leute oder auch Künstler, die sagen, okay, das ist mir immerhin zu viel mit der SSO-Community. Ich verlasse diese SSO-Community oder ich mache eine Pause. Und das bricht mir immer mein kleines Herzchen, wenn ich solche wunderschönen Künstler, diese lieben Künstler, auch generell alle lieben Künstler, mit Künstlern mache ich jetzt nicht nur Leute, die zeichnen, sondern auch Geschichten schreiben, Fotos machen, alles, was im Kunstdasein drin ist, alles, was im kreativen Bereich drin ist, auch die kreativen Köpfe. Und dann sehe ich, dass sie einfach eingeschüchtert sind und das einfach nicht mehr toll finden, wie diese SSO-Community tickt. Sagen, hey, ich brauche eine Pause, ich gehe komplett raus. Das bricht mir mein kleines Herzchen. Mein kleines Herzchen besonders. Das macht mich echt traurig irgendwie. Und das Schlimme ist ja dabei, die Leute, die wirklich auch so giftig sind und irgendwelche bösen Kommentare schreiben, die giften ja nicht nur SSO an, sie giften ja auch andere Mitmenschen in der Umgebung an. Nur weil zum Beispiel Person X hat, sagt die Meinung, aber die Problem ist halt,
Viele sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Und dann sagt ein anderer, hey, das ist doch gar nicht so scheiße oder bitte beleidige nicht so viel. Und sagen die immer, es ging Argument, ja, das ist aber meine Meinung. So, ja, Meinung schön und gut, aber die Meinung als sagt man nicht, indem man alles so sagt, alles ist scheiße. Man kann das auch freundlicher schreiben. Man kann sagen, das gefällt mir im Moment nicht so sehr und das wünsche ich mir doch mal anders. Man kann das netter formulieren. Ich weiß, die Zeit, die Corona-Zeit ist im Moment wirklich hart und die ganze Situation ist einfach nicht normal und da sind die Leute ein bisschen, was heißt aggressiver drauf, aber schneller bedrückt oder angeschlagener und gereizter. Aber man kann ja trotzdem noch nett zu Mitmenschen sein, ne? Also, ich habe da Sachen gelesen, da habe ich echt meine Hände vor dem Gesicht gehalten und dachte mir, ach du Scheiße, das geht gar nicht. Sich teilweise dann Leute in dem öffentlichen Apps oder irgendwelchen anderen Sachen Leute angiften und immer sagen, ja, das ist aber meine Meinung. Aber ich denke mir dann so, kannst aber deine Meinung netter formulieren. Das ist immer dann zu sagen, ja, das ist aber meine Meinung, den Satz kann ich schon fast nicht mehr lesen. Man kann nicht immer alles in Schutz nehmen und sagen, das ist scheiße und blöd und die schlimmsten. Ich habe die schlimmsten Sachen gelesen, die man raushauen kann, die richtig beleidigend sind. Und dann sagen die Leute auch noch, das ist meine Meinung. Oh, ist das furchtbar. Ich find sowas furchtbar. Also, man kann niemanden die Meinung wegnehmen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, das Optische an diesem Finn-Pferd gefällt mir nicht, weil die Gangarten mir nicht persönlich zusprechen und mir die Farben nicht gefallen. Die Meinung kann euch keiner abnehmen. Das ist eure Meinung. Da habt ihr recht. Aber dann zu sagen, also wir nehmen das als Finnfeld jetzt als Beispiel, ne? Ja, die Farben sind übel, scheiße, verdammt unrealistisch. Den Dreck will doch keiner haben. Ja, das ist aber meine Meinung. Merkt ihr so den Unterschied, wie ich es jetzt formuliert habe? Und davon rede ich nämlich. Und das gleiche geht auch an die Kritik an SSO und da kommt der ganze Hate. Und dann, türmt sich das immer auf, es pusht sich immer die ganze Zeit hoch und das nimmt irgendwie gar kein richtiges Ende mehr, finde ich. Also ich sehe irgendwo kein Ende mehr, weil viele Leute sich dann gegenseitig hochpushen und der Hate weitergeht. Und, ja, wo ist die Liebe der Community hin? Es gibt da noch viele, die dafür stehen und da bin ich auch sowas von dankbar, dass viele in dieser Community noch zusammenhalten und noch faire Kritik äußern und nett zueinander sind. Es sind auch sehr viele Jüngere dabei und die können das auch wieder ein bisschen falsch verstehen als wie erwachsene Personen und dann in diese Community reinzukommen mit dieser Hate-Welle ist furchtbar. Also, stellt euch mal vor, ihr seid jetzt wie ein Anfänger und kommt in diese Community rein und dann kriegt ihr die ganze Hate-Phase ab. Das ist doch nicht schön, oder? Also finde ich zumindest. Das ist richtig, richtig unangenehm. Also, manchmal frage ich mich, soll ich überhaupt noch, wenn SSO zum Beispiel auf Instagram irgendwas postet, noch die Kommentare durchlesen, weil 70% davon, die ich manchmal lese, sind einfach übelst gemein. Richtig gemein. Und dann kommt einfach nur als Kommentar, ja, das ist meine Meinung. Ja. Sitze ich jedes Mal kopfschüttelnd da und denke mir nur, das kann man netter ausdrücken. Also wie gesagt, so Leute, die jetzt schreiben, okay, diese jetzige Situation von SSO gefällt mir einfach im Moment nicht. Die müssen was dran arbeiten, es muss mehr langfristiger Content rauskommen und kommen wir uns jetzt mal ab, bevor wir jetzt über so lang reiten. Und es kommen so viele Pferde raus und das könnte man bitte ändern. Ja, wir wollten vor mehreren Jahren dann, dass mal mehr Pferde kommen, aber das ist uns jetzt zu viel. Von den Leuten rede ich gar nicht. Die das vernünftig formulieren, die nett aufschreiben. Es gibt ja auch Leute, die sagen, okay, das gefällt mir nicht und das gefällt mir nicht. Aber dafür gefällt mir das und das wieder. Alles vollkommen in Ordnung. Ich rede echt nur von den Leuten, die willkürlich SSO beleidigen schon. Andere aus der Community sogar mitbeleidigen und dann behaupten, dass das ihre Meinung sei und dass sie ihre Meinung äußern dürften. Da gibt es ja immer so einen Unterschied, wie man die Meinung äußern darf und wie man sie nicht machen sollte. Ja, ich finde immer so, das nutzen immer so viele aus. Ja, das ist meine Meinung. Ein Satz, wie gesagt, ich kann den fast schon gar nicht mehr lesen.
Genau wie ich das nicht mehr lesen kann, wie Leute Pferde mit anderen Pferden vergleichen. Das Finnpferd sieht aus wie das, wie das, wie heißt das Pony jetzt nochmal, was zuletzt rauskam. Man merkt, ich habe mir dieses Pony nicht geholt. Das letzte Pony, was rauskam. Gab es auch Kommentare, ja. Das Finnpferd sieht scheiße aus, weil das aussieht wie das Pony. Guck mal das Finnpferd an, ich guck mal dieses Pony an und sehe keine Gemeinsamkeiten, außer die Augen. Dass alle Pferde irgendwo gleich aussehen, liegt daran, weil das Pferde sind. Die Rassen machen es nochmal unterschiedlicher. Klar, das Finnpferd hat. Wir nehmen heute. Merk schon, ich nehme heute schon die ganze Zeit das arme Finnpferd dran, ey. Und ich hab nichts gegen das Finnpferd, versteht mich ja nicht falsch. Ich nehme es jetzt gerade nur als Beispiel, weil da wieder auch sehr viel Kritik rauskam. Ja, das Finnpferd hat die Animation, die meisten Animationen vom Friesen. Das ist halt. Wie nennt man das nochmal so? Man nennt das, ich sag schon, mir fehlen heute die Wörter. Wieder professionelle YouTube-Videos machen kann ich. Nicht. Die recyceln, genau. Die recyceln ja viele Animationen. Und ich finde das nicht so schlimm, denn für jedes Pferd eine spezielle Ganganimation machen, kostet ja auch nochmal sehr viel Zeit. Und das sind alles Pferde. Irgendwo bewegen sie sich alle ein bisschen gleich. Wenn natürlich schon Leute den Friesen toll fanden wegen der Animation, dann sind die natürlich nicht begeistert, wenn das Finnpferd auch diese Animation hat. Das kann ich alles nachvollziehen. Und klar, ich hätte am liebsten auch, dass alle Pferde ihre komplett eigene Animation hätten. Aber Pferde bewegen sich alle irgendwo gleich. Das gleiche ist, als das englische Vollblut rauskam, die Leute beschwert haben, dass das englische Vollblut fast wieder Holsteiner. Wie das, wie der Trakehner aussehen oder wie der Hannoveraner. Dann habe ich auf Instagram zum Beispiel mal so eine Umfrage gemacht mit richtigen Pferdebildern und habe gesagt, und jetzt sagt mir mal, welches von den Pferden der Trakehner ist, der Hannoveraner und das englische Vollblut. Ich glaube, von 10 Leuten haben das gerade mal 2 erraten. Ohne Witz jetzt. Und dann habe ich gesagt, und deswegen sehen die Pferde in SSO da auch gleich aus, weil das Warmblüter sind. Und das ist verdammt schwer, die auseinanderzuhalten, außer man ist ein wirklich guter Menschenkenner. Ja gut, Menschenkenner wäre vielleicht auch nicht schlecht, aber wenn man die Pferderasse wirklich gut kennt und sagen kann, wo der Unterschied zwischen diesen Warmblütern ist, ne? Oder als das NSK rauskam, habe ich auch viel gedacht, das NSK sieht aus wie das Connemara, wo ich mir dann auch dachte, nein. Nur weil die jetzt gerade von der gleichen Generation sind, heißt das nicht, dass sie gleich aussehen. Die sehen sich auch gar nicht ähnlich aus. Also Connemara und NSK. Also ihr könnt mir auch alle zustimmen, dass sie da keine Ähnlichkeiten haben. Ah. Also die Hate-Welle ist schon sehr tief verwurzelt. Das fing ja nicht erst dieses Jahr an. Das hat sich so langsam hinterhergezogen und wurde dann immer und immer größer, so langsam. Aber jetzt, wo wir alle viel mehr Zeit am PC verbringen und jetzt noch die Pandemie dazukommt und alle sowieso übelst gereizt sind. Ja, und SSO, der gerade vielleicht etwas weniger tut, kommen jetzt immer noch mehr Hater. Und ich weiß nicht, irgendwie sehe ich da gar kein Ende mehr. Ich sehe nirgendwo da mehr ein Ende. Wann das alles mal aufhört. Also es wird wahrscheinlich immer, es gibt, es wird auch nie aufhören, dass es immer Leute gibt, die willkürlich andere Leute beleidigen. Da kann man nichts gegen tun. Aber man kann das vermindern, indem man eine Einsicht hat, okay, was ich da geschrieben habe, ist schon ein bisschen übertrieben und gemein. Viele merken das auch gar nicht in ihrer Wut, auch gar nicht. Also, wenn man wirklich in Raserei ist und dann mal richtig loslegt und sich einfach auskotzen will, dann will man alles rauslassen, dann merkt man das gar nicht. Und dann so im Nachhinein sieht man so, oh, hätte ich ja vielleicht doch anders schreiben können. Und dann ist es auch gar nicht so schlimm zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Und das Problem ist dann auch, dass wenn viele Leute dann diesen Hate abgeben, dann fangen viele an, diese andere Person auch zu haten. Und dann geht der Hate weiter und dann pusht sich das immer höher. Also es hört dann auch nicht mehr auf, weil dann die netten Leute dann auch anfangen, den Hater zu haten. Und dann, wisst ihr, was ich meine? Und dann stapelt sich das. Haters gonna hate. Dann hört das ja nie auf. Und manchmal müssen manche Leute auch ein bisschen wachgerüttelt werden und dann kriegen die das mit. Manche müssen da auch,
Man muss halt ein bisschen wachgerüttelt werden. Und ich hoffe mal, dass ich das jetzt hier so ein bisschen erklären konnte, was mich im Moment an der Community ein bisschen stört. Was ich schade finde, dass viele auch diese Community im Moment verlassen oder eine Pause davon machen. Weil das denen im Moment viel zu viel wird. Und das sind alles super liebe, nette Leute, wo ich auf Insta gelesen habe, dass die jetzt eine Pause machen wollen oder komplett raus sind. Das ist echt schade. Es ist wirklich schade, dass diese Community ein bisschen zusammenbricht. Und ja, ich habe diese Glassdoor-Seite ja auch gezeigt, wo dann, das war ja, als ich mit Bella und Wally und der lieben Cora über die Seite geredet habe, die die SSO-Mitarbeiter anonym sozusagen bewertet haben. Aber wir haben ja nicht gehatet. Wir haben euch nur mal die Seite gezeigt. Und es gibt auch jetzt eine Petition, die ihr unterschreiben könnt. Die ist auch noch recht, die ist wirklich nett formuliert, dass SSO wach werden soll. Die ganzen Unterschriften werden jetzt auch gesammelt. Also das Thema fiel mir jetzt gerade total spontan ein. Das hat, glaube ich, auch Fabi gezeigt. Ach, verdammt. Das kommt davon, wenn man Videos spontan macht. Aber ich rede lieber spontan, anstatt immer zu planen. Ja, ob ihr da unterschreiben wollt oder nicht, müsst ihr wissen. Da müsst ihr aber auch eure Daten angeben. Ja. Überlege ich gerade, was kann man noch über das Thema sagen? Also generell einfach mal die Community soll mal ein bisschen mehr zusammenhalten und soll einfach mal wieder wirklich ein nettes Format werden. Ich weiß, dass SSO, wie gesagt, im Moment sehr viele Pferde raushaut und das frustriert auch ein bisschen als Langzeitspieler. Entschuldigung, meine Nase. Es frustriert wirklich als Langzeitspieler. Das kann ich auch sowas von verstehen. Wenn man einfach mehr tun möchte. Wir suchen uns noch ein paar Tiere für die paar letzten XP hier. Da habe ich wieder mein Pferd ausgelevelt. Oh, wunderbar. Also es frustriert wirklich natürlich als Langzeitspieler, wenn immer meistens nur Pferde rauskommen und nichts anderes. Nächste Woche, muss überlegen, wann ich... Ah, warte mal, ich bringe dieses Video am Freitag raus. Also am Mittwoch, wenn ihr dieses Video seht, ist schon längst passiert. Am Mittwoch kommt ja ein Update mit Big Bonnie raus. Da ich ja am 18.04. gerade aufnehme, kann ich euch jetzt noch nicht sagen, wie das Update aussieht. Mal gucken. Vielleicht haben wir da jetzt auch was mehr zu tun. Und dann mal schauen, ob SSO sozusagen die Langzeitspieler wieder einfangen könnt. Also mein letzter Punkt. Seid einfach freundlich oder netter auch zu anderen Mitspielern. Fangt nicht direkt an, nur negative Sachen und ich weiß nicht, mit nur negativen Sachen, also wirklich beleidigen an und sagt dann immer, das ist eure Meinung, weil die Meinung kann man auch netter ausdrücken. Achtet bitte ein bisschen auf andere Leute, wenn zum Beispiel gerade jemand einen Fehler gemacht hat und anders ausgedrückt hat, dann hackt nicht wie die 20 anderen Leute auf die eine Person ein und sagt und unterstützt sie vielleicht ein bisschen, wenn ihr sie schon entschuldigt habt. Einfach ein bisschen freundlicher im Netz sein. Ich weiß, im Netz habt ihr ein bisschen Narrenfreiheiten. Das heißt, Narrenfreiheiten im Netz fühlt man sich ein bisschen sicherer, da macht man den Mund vielleicht ein bisschen weiter auf. Wenn man vor allem steht, ist man ein bisschen leiser, aber achtet vielleicht ein bisschen mehr auf den Ton. Streut ein bisschen mehr Liebe in dieser Community aus, damit wir alle zusammenhalten und auch diese Phasen wieder überstehen können. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und damit würde ich sagen, war es das auch mit diesem Video. Schreibt mir in euren Kommentaren, was ihr dazu sagt, was eure Meinung ist. Und dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Also ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.